Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gibt es bei Zoom und auch in anderen Videokonferenzprogrammen regelmäßig Updates, mit denen auch neue Funktionen einfach auch eingeführt werden. Neue Funktionen sind immer super, allerdings funktionieren die auch nur dann, wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch diese aktuelle Version haben, mit denen diese neuen Funktionen auch verbunden sind. Bestes Beispiel war im letzten Jahr, als die Breakout-Sessions eingeführt wurden, die man eigenständig wechseln konnte. Das war mit der Version 5.3 verbunden und wir hatten ganz, ganz lange den Fall bis in den Januar, Februar hinein, dass einfach Menschen noch alte Versionen hatten und somit einfach diese Funktion nicht nutzen konnten. Hier gibt es einen kleinen Trick, denn bei Zoom ist es möglich einzustellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Mindestversion haben müssen und das zeige ich jetzt. Hierfür schalte ich nochmal um in meinen Zoom-Account und zwar loggen wir uns unter zoom.us einfach in unseren Account ein. Ich schiebe das Fenster hier nochmal ein bisschen rüber. Wir gehen in die Einstellungen und dann in die Kontoverwaltung und Kontoeinstellungen. Wenn wir jetzt hier das Fenster ein bisschen rausziehen, dann erscheint ein weiteres Menü und wir haben hier unten die Administrator-Optionen. Hier klicke ich drauf, scrolle ganz runter und sehe hier die Option auf Benutzer, also Benutzer müssen den Client aktualisieren, ja, dann den Haken setzen und dann auf Benutzer innerhalb des Kontos anwenden. Das ist vielleicht bei einem Business-Konto, Betrieb oder Betriebskonto möglich, dass dann eben nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen Account dort haben, aktualisieren müssen. Oder eben auf Benutzer innerhalb des Kontos und externe Teilnehmer anwenden. Das betrifft dann eben alle, auch die, die anonym über einen Zoom-Client teilnehmen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, unter Windows, Mac, VDI-Client, Linux, iOS und Android bestimmte Versionen auch anzugeben und vorzugeben, die als Mindestmaß ja vorhanden sein müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann erscheint eine Meldung und die Leute müssen den Zoom-Client aktualisieren. Hier ist allerdings doch ein bisschen Vorsicht auch geboten, weil nicht jede Person über die Rechte am Computer verfügt, um Zoom eigenständig aktualisieren zu können. Ja, manche Betriebe, die schränken ja auch die Rechte an Computern so sehr ein, dass man selber nicht aktualisieren kann. Als normaler Standardbenutzer kann man Zoom ohne Administratorrechte aktualisieren. Aber wie gesagt, in Behörden oder in Einrichtungen, wo das ganz stark administriert und verwaltet ist, ist das manchmal nicht möglich. Da ist es dann einfach sinnvoll und wichtig, wenn man so etwas hat vor einer Veranstaltung, vielleicht eine Woche, anderthalb vorher auch darauf hinzuweisen, dass diese Menschen der IT Bescheid geben können, die dann mit ein bisschen Vorlauf eben die Zoom-Clients aktualisieren. Ansonsten ist, wie gesagt, die Teilnahme über den Browser jederzeit da möglich. Dann muss auch kein Client aktualisiert werden. Soweit erstmal zu dieser Einstellung. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das schon eingesetzt habt, ob ihr gute oder auch schlechte Erfahrungen damit gemacht habt. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.